Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe aus Tallinn. Diesiges Wetter, wie ihr hinter mir seht. Aber nichtsdestotrotz, diesige Aussichten auch in Deutschland. Streik am Flughafen, Streik bei Lufthansa versucht man abzuwenden, indem man mit den Gewerkschaften verhandelt. Das 787-Dilemma der LATAM 800 irgendwie in Tasmanien. Vielleicht doch ein Pilotenfehler und kein 787-Leiden, wie ich gestern berichtet habe. Neue Erkenntnisse. Und wir haben natürlich für euch noch ein Thema, und zwar mit der Delta Airlines geht es jetzt wieder nach Israel. Was bedeutet das von der Sicherheit her? Und wir haben Austrian Airlines, der 787 Dreamliner kommt ganz bestimmt am, ich sag das, 17. Mai 2024. Ihr denkt dran, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, kommentiert, abonniert und vor allem auch eine Kanalmitgliedschaft abschließt und freut euch genauso wie ich, dass es morgen für mich rausgeht in die Sonne. Also, macht das alles bitte. Also, kommentiert. Und bei Fragen, hier, Lampe, genau. Ich habe hier an der Lampe meine Rufnummer getackert. Also, da könnt ihr jederzeit fragen, wie einige das auch machen. Wir hatten gestern zum Beispiel noch über einige Deals gesprochen. Deshalb wird der Meilendeal am Mittwoch, aber an einem Samstag vielleicht auch interessant für den einen oder anderen mit First-Class-Deals. Aber wenn ihr die Kanalmitgliedschaft habt, dann wisst ihr ja, dass ihr das vorher gucken könnt. Auch Freddy hat eine neue Folge, die wir online stellen werden heute für die Kanalmitglieder ab Business Class. Erstes Thema, was wir haben, ist neue Streiks an Flughäfen. Ich könnte da ehrlicherweise ein eigenes Thema draus machen. Ich könnte da eine eigene Sendereihe machen und täglich jeden Morgen grüßt das Murmeltier bei den Streiks. Und in Hamburg ist es so, dass dort 90.000 Passagiere betroffen sein sollen. Und zwar ist es so, dass die Leute dort heute am Düsseldorfer Flughafen auch, glaube ich, Düsseldorf war es, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Köln und so weiter, da auch Spaß haben werden heute und morgen, je nachdem, welche Stadt es ist. Und Verdi hat auch weitere Streiks bei dem Luftsicherheitspersonal angedroht. Und heute ist Gott sei Dank noch Ruhe, aber morgen geht es dann wieder Attacke. Also wenn der eine aufhört wie die Lufthansa, dann geht es weiter bei den anderen. Also es ist nicht hübsch. Auch sollte man einfach mal gucken, dass Lufthansa dieses Mal ein bisschen verschont bleibt, weil Frankfurt anscheinend nicht betroffen ist. Vielleicht ist es betroffen, vielleicht machen sie wieder eine spontane Nummer. Ich bin da mal gespannt. Aber sie sagen halt, dass 5 Verhandlungsrunden nicht gereicht haben, um ein Ergebnis zu bekommen. Und damit muss man jetzt Druck aufbauen. Die Lufthansa selber ist ja irritiert davon. Die Flughäfen sagen, das ist eine aggressive Art und Weise. Man ist davon etwas überrascht. Ja, man ist davon überrascht. Und es geht sich darum, dass man 2,70 Euro mehr pro Stunde in 3 Stufen angeboten hat an denen. Aber sie möchten die Monatslöhne um 432 bis 470 steigen lassen, also die Flughafenbetreiber. Aber die Laufzeit soll 24 Monate haben. Die Kollegen wollen aber andere Tarife haben. Also insofern bin ich mal gespannt, was am 20. März, wenn da die nächste Runde ist, passiert. Also Deutschland, Streikland. Wir haben jetzt nochmal dann die Lufthansa. Die Lufthansa, die verhandelt jetzt wieder mit der Verdi. Heute ist ja das angekündigt gewesen, dass man da halt streikt in der 5. Verhandlungsrunde. Und dass man dort vielleicht auch eine Einigung bekommt. Das ist halt jetzt so, dass das Bodenpersonal in dem Fall ist. Es geht ja nicht um die UFO. Und Ryszynski, das ist der Kollege von der Verdi, der sagte, festhalten, beide Seiten haben den Willen, sich zu einigen. Uns trennt keine persönlichen Dinge, uns trennt nur Geld. Also ist das ein weiser Satz. Man möchte halt einfach Knete haben. Es geht sich da nicht um persönliche Animositäten, sondern halt wirklich um harte Kohle. Und wenn man weiter guckt, ist es so, dass Ryszynski auch sagt, dass das Unternehmen sich noch bewegen muss, wenn es keine weiteren Streiks riskieren will. Ja gut, das muss er sagen. Er ist ja der Veranstaltungsleiter. Und ich sage euch nochmal, worum es geht. Die 3.000 Euro, die sind unstrittig, die man bekommen soll als Einmalzahlung. Es geht sich dann darum, dass man 12 Monate haben will von der Verdi aus und 12,5% mehr Geld. Lufthansa will 28 Monate haben und 10% angeboten. Also insofern, da geht es um Laufzeiten und um die Höhe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht ist das nur so eine, ja, wie soll man sagen,
Nuance, wo man sich noch ein bisschen von beiden Seiten treffen muss. Vielleicht wird es dann 18 Monate und 10,50 €. Wenn es so wäre, ich würde es lachen. Wer nicht lacht, das sind die Freunde von Boeing. Boeing hat Stress, Boeing hat Probleme. Und zwar, Boeing bekommt Besuch von der EASA. Die EASA hat, die EASA hat da Besuch angedroht in Seattle und möchte gucken, was bei Boeing dabei ist, weil man natürlich das FAA-Audit gesehen hat. Da war es, wie viel? 89 Punkte, 33 hat man davon bei der Boeing gerissen und ja, verkackt. Und wenn man halt so anschaut, dass jemand mit Schmierseife und mit einem Hotelschlüssel, ich habe meinen wieder irgendwo versteckt, ah, hier ist er, damit die Spaltmaße kontrolliert, der hat natürlich, hat das geblendet? Nee, ne? Nein, 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 wunderbar. Die Spaltmaße kontrolliert, der hat natürlich die Kontrolle über seine Produktion verloren, das muss man so sagen bei Spirit Aerosystems. Und spannend ist halt wirklich, dass die Spirit Aerosystems damals ja auch gegründet worden ist als Stearman, lange, lange Jahrzehnte und dann irgendwie bei Boeing untergekommen ist am Ende. Das sind dann Spaltungen, wo United Airlines draus hervorgegangen ist, zum Beispiel, und auch Postservice und so weiter, weil da Monopol war quasi. Man hat Flugzeuge hergestellt, man hat die Flugzeuge betrieben, man hat eine Fluggesellschaft gehabt. Und dann hat man die Spirit Aerosystems, wann war es, 95 eingegliedert oder sowas, richtig in Boeing-Konzern und 2005 wieder ausgegliedert, verkauft. Und die haben dann expandiert, haben dann, und deshalb die Frage, warum haben die denn in Europa Airbus-Flugzeuge, die sie bauen, oder Teile dazu? Ja, ganz einfach, weil die da einen Zulieferer gekauft haben. Und ich denke mal, dass auch Airbus da ganz genau hinschaut, was da los ist. Und deshalb ist auch der Unterschied, warum Airbus nicht so große Probleme hat, weil Airbus im Prinzip von dem europäischen Teil beliefert wird, der keine Maläsche hat. Aber der amerikanische Teil ist der, der so ein bisschen mit Schmierseife halt arbeitet. Und ich denke mal, dass die Bereitschaft, das Thema Qualitätskontrolle in Boeing-Werken zu erhöhen, auf vieler, vieler Ohren stößt. Und da die Leute natürlich sagen, müssen wir machen, weil ja auch Fluggesellschaften da ihre Qualitätssicherer hinschicken, weil wenn Flugzeuge bestellt werden, dann kontrollieren die Fluggesellschaften ja auch immer zwischendurch den Fortgang, weil natürlich, wenn Sachen eingebaut worden sind, kannst du halt einige Sachen nicht mehr kontrollieren, deshalb wird halt vorlaufend kontrolliert. Aber die Aufgabenverteilung zwischen der EASA und der FAA, um darauf zurückzukommen, ist halt wirklich ganz klar strukturiert. Da gibt es ganz viele Sachen und die Behörden haben jeweils eigenständig halt Boeing-Kontrolle, die anderen machen Airbus und erkennen die jeweiligen Zertifikate, aber auch die Standards, die man hat, einfach an. Ja, also da gibt es dann einfach so, dass die FAA sagt, wir vertrauen euch in Europa, Europa sagt, wir vertrauen euch. Und es ist aber jetzt so, dass die EASA natürlich diese Anerkennung aussetzen könnte, rein theoretisch. Da gibt es so eine Art, ist das Reißleine, ist das Hintertür, ich weiß es nicht. Und das ist so, dass man das machen könnte, aber das ist so, dass es nur, wenn es erforderlich gemacht wird, weil es halt wirklich den Spirit zerstören würde und dann natürlich auch die transatlantische Zusammenarbeit. Damit wäre es dann so, dass man natürlich bei Boeing kurz vor der roten Karte steht und die Europäer halt zumindest mal ein bisschen Flagge zeigen müssen. Ich denke mal, dass das Folklore ist eher, also man sagt, man ist da, dass man weiß, dass da was halt passiert. Und bis Ende Mai muss Boeing der FAA erklären, was man machen will. Eine Aktion hatte ich ja gesagt, dass man Spirit wieder bei Boeing einverleiben will. Wir sind mal gespannt, was die Freunde bei Airbus dazu denken. Vielleicht gibt es ja dann auch kartellrechtliche Probleme. Vielleicht, ich kann es nicht. So. Ich bin da mal entspannt und glaube, dass Boeing da seinen Akt zusammen bekommt. Jetzt können wir natürlich sagen, eine 787-8 wird halt wirklich zerlegt und das hat seinen guten Grund. Ja, man kann das so sagen, aber die fast neue Maschine ist halt 9 Jahre alt, ist für ein Flugzeug fast neu und die endet halt im Teillager, ist eine ehemalige Norwegian-Maschine. Die C&L Aviation in New Mexico kümmert sich um das Flugzeug. Die haben ja auch Gangstriebwerke. Und jetzt überlegt man, 8 Jahre ist ja alt, Entschuldigung, 8 Jahre, nicht 9 Jahre.
Und jetzt überlegt man, warum machen die das mit einem neuen Flugzeug? Ja, man könnte ja auch sagen, ja, rein theoretisch könnte man ja die Flugzeuge jetzt gerade benutzen, weil halt wirklich der Bedarf an Flugzeugen da ist. Aber die Flugzeuge sind halt länger nicht im Einsatz gewesen, das ist das eine. Dann ist es so, dass die Maschinen, um die wieder in Betrieb zu nehmen, ist teurer und man kann halt die Ersatzteile verkaufen. Der perfekte Zeitpunkt ist halt so, dass die Flugzeuge halt eine sehr überschaubare Anzahl an Starts und Landungen haben, an Flugstunden haben, Flight Hours, wie das so schön heißt. Und damit ist der Zeitpunkt perfekt, denn die ersten Auslieferungen der Flugzeuge der 787-Reihe sind schon 12, ist schon 12 Jahre her. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und damit wäre man jetzt vor den großen Wartungen. Und wenn die großen Wartungen sind, braucht man Ersatzteile. Und wie wir alle wissen, gibt es dort Lieferkettenengpässe. Und damit kann man dann diese Teile halt wirklich einfach verkaufen. Dann habe ich eine Sache, die ich. Ah, nee, das machen wir danach. Machen wir zuerst nochmal Austrian Airlines. Und zwar bei der Austrian Airlines ist es so, die kriegen ihre erste 787 jetzt am 17. Mai in die Flotte richtig rein. Heißt also, da geht es dann los. Das sind nur noch ja, knapp 2 Monate. Ne? Wir haben ja 14. März. 2 Monaten, da geht's los. Das ist eine große Herausforderung, wie Annette Mann, CEO von Austrian Airlines, sagt. Bei der Austrian Airlines freut man sich auch schon und man hat ja auch den ersten Dreamliner erhalten. Er wird dann auch umlackiert und alles. Man wird die 26 Business Class Sitze, 21 Premium Economy und 247 Sitze in der Economy Class nochmal auf Austrian Airlines pimpen. Und dann ist es so, dass der Flieger erst natürlich auf so eine Kurzstreckentour geht. Die OS209 am 17. Mai von Wien nach Frankfurt ist die erste. Kommt wahrscheinlich auf dem Flug auch zum Einsatz Lufthansa-Piloten. Aber der Flugplan ist nicht hundertprozentig sicher, das muss man auch dazu sagen, der Ehrlichkeit halber. Denn man möchte auch mit der 787-9er nach Berlin und Düsseldorf fliegen. Es kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, an dieser Stelle, dass andere Städte kommen. Also da muss man halt immer bereit sein. Aber man muss auch sagen, 3 der 767-6 der 777, die sind so alt, dass die ersetzt werden und 11 Dreamliner kommen. Also es sind 11 Flugzeuge geplant und sie werden nicht nur dazu genutzt, um die anderen Flugzeuge zu ersetzen, sondern auch die Flotte zu erweitern. Jetzt haben wir das Thema von gestern nochmal, was wir hier besprechen müssen. Und zwar, das ist das Thema, wo über den tasmanischen, war das ein See, tasmanischer Wolf, die Boeing 787 von LATAM Stress hatte. Und da ist es so, dass dieser Vorfall vielleicht doch kein Leiden war, dass man die Software alle 22 Tage neu starten musste, sondern es könnte sein, dass der Kollege den Sitz verstellt hat, weil er irgendwas gesucht hat. Und zwar ein sichtliches Verschieben. Vielleicht ist das Handy da verrutscht, vielleicht ist im Dokument zwischen den Sitz und die Konsole gerutscht. Und er hat den Tisch, schon den Stuhl verschubbert, weil man kann diese ja elektrisch verschieben, hoch, runter, rechts, links, ist wie beim LKW. Und damit hat er dann irgendwann, wo er sich dann umgedreht hat, vielleicht in die Controls reingegriffen. Und es gab ja auch einen Absturz einer Maschine in Everglades, da ist das ja auch passiert, wo ein Pilot, als er sich irgendwie umdrehte, macht und tat, den Autopiloten ausgestellt hat und da dann die Jungs nicht mehr festgestellt haben, woran es lag, bis es gecrasht hat. Also das war das Problem. Und hier ist es so gewesen, dass man bei den Ermittlern dieses halt rausgegeben hat. Schade, dass Leute schwer verletzt worden sind und dass es ein Pilotenfehler ist. Daran seht ihr halt, wie wichtig es ist, dass man Sachen aufzeichnet, dass man halt guckt, was im Cockpit passiert, was da Phase ist, damit man halt ja, im Nachhinein weiß, woran es gelegen hat. Ich würde dem Piloten jetzt nicht wirklich da einen großen Vortrag halten, aber man sollte trotzdem vorsichtig sein. Und ihr wisst ja auch beim Autofahren, lasst das Handy lieber nicht in der Hand. Und das waren jetzt übrigens alles Vorsachen, wo ich gesagt habe, das könnte sein. Ich weiß es nicht, ob das Handy war. Ne? Also alles Mutmaßung von mir. Aber auf jeden Fall hat den Sitz halt verschoben und dann geguckt. Aber nichtsdestotrotz, Vorschau, Warschau, aufpassen und immer gucken, dass da die Kontrolle nicht verloren wird. Ich habe vor lauter Glück natürlich auch die Frage des Tages vergessen, aber die gebe ich euch jetzt. Freut ihr euch auf den Dreamliner bei Austrian Airlines?
Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, was haltet ihr von dem Austrian Airlines Dreamliner? Weil es ist ja einer der Sprinter, im Prinzip ein Flugzeug, was ja, was war es nochmal? Was, Xiamen oder was? Also auf jeden Fall von der Hainan. Hainan war und dann auf Lufthansa und von Lufthansa jetzt auf Austrian gepimpt wird. Ob ihr damit zufrieden seid und sagt, ja, das ist ein großer Schritt nach vorne. Und da warte ich auf eure Kommentare. Wir haben jetzt noch als letztes Thema Delta Airlines. Warum? Weil ich ja letztens gesagt habe, die Lufthansa traut sich und die Delta traut sich nicht. Und amerikanische Fluggesellschaften ist jetzt so, dass man von New York aus, also von JFK bis nach Tel Aviv nonstop fliegen möchte. Das soll jetzt kommen am 1. Mai. Man hat da, und das ist jetzt deshalb ein intensives Risiko-Assessment gemacht. Also man hat da wirklich geschaut, dass man das auch machen kann. Und man möchte die Flüge ab dem 1. Mai wirklich machen und es soll mit einem 330-900 geflogen werden. Und die Crew werden auch dort ein Layover haben in Israel. Also das heißt, man wird die Crew da lassen. Und United ist ja auch nach vorne gegangen, hat ja auch die Flüge wieder gestartet von Newark allerdings. Und da ist es so, dass die ersten zwei Flüge mit einem Stopp in München waren. München war nur ein technischer Stopp. Insofern, dass man da halt wirklich wahrscheinlich getankt hat oder sowas, kann ich mir vorstellen, auf dem Rückweg. Und wenn ihr wisst, warum das war, könnt ihr das unten nochmal schreiben, warum der technische Stopp nötig war oder ob die Maschine einfach das nicht geschafft hat. Bin ich mal gespannt. Ansonsten ist es so, dass die Freunde von American Airlines bis zum 26. Oktober nicht fliegen werden. Die sind ein bisschen vorsichtiger und die Alternative von American Airlines ist natürlich logischerweise mit British Airways, dass man über London fliegt und dann mit BA weiterfliegt. Und die fliegen ja auch schon wieder ab April dahin. Was gibt es noch zu sagen? Genau, dass die British Airways einen technischen Stopp auf Larnaca macht, wahrscheinlich um die Crew da auch nicht zu lassen. Wobei man ja in London den Flug, den könnte man ja rein theoretisch hin und zurück machen. Und das andere ist natürlich ein Kurzstreckenflugzeug, also so ein 320er. Und kein Whitebody, also da keine richtige Businessplan. Ja, was gibt es noch? Andere Fluggesellschaften fliegen da Abholerflüge, heißt also im Prinzip, man fliegt hin und zurück, also man lässt keine Crew da. Das wäre so ein bisschen was, was bei der Delta anders ist. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ich freue mich, von euch zu hören. Hier die Nummer. Ja, da ist sie. Und morgen gibt es eine letzte Sendung von hier, bevor es dann losgeht Richtung Westen. Also, danke und tschüss und Kanalmitgliedschaft und kommentieren, abonnieren, like und alles machen und für euch einfach mal der Abspann. Also, bis dann, ciao.